So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind heute eine Weile unter uns in kleinerer Runde, nämlich hier im Radio bei 1Live und bei 1Festival bis ungefähr 17 nach und dann kommt das WDR-Fernsehen dazu. Ihr seid schon da, das freut mich sehr. Wie immer Mittwoch eine freie und offene Themenrunde. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann solltet ihr jetzt anrufen 0800 220 5050. Jedes Thema ist möglich, über das ihr gerne mit mir streiten, diskutieren oder einfach nur plaudern wollt. Oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, der heißt Wolfgang und ist 45 Jahre alt. Hallo Wolfgang. Ja, hallo. Hallo Wolfgang. Ich hoffe, dein Name ist richtig. Das ist richtig, ja, genau. Und zwar, ich rufe zum Thema nochmal an, brutale Jugendliche. Was wir gestern hatten, ja. Ja. Und ich habe jetzt mitbekommen und miterfahren, dass mein Freund durch brutale Jugendliche, der überfallen worden ist, gestorben ist. Dein Freund? Genau. Ja, wann ist das passiert? Das ist im letzten Jahr passiert. Ja, und was ist genau passiert? Und zwar, der ist in seinem Haus abends angestellt worden um 11 Uhr. Mhm. Der hat dann die Tür aufgemacht und als er kaum die Tür aufgemacht hat, ist er von zwei Jugendlichen in die Wohnung geschubst worden, so dass er gegen eine Wand gefallen ist und anschließend auf dem Boden lag. War dein Freund alleine in dem Haus? Er war ganz alleine. Ja. Er hat also niemanden da, hat keine Kinder, verheiratet. Ein Einfamilienhaus. Genau. Ja. Und wie der also am Boden lag, ist er also an den Füßen gepackt worden und durch fast seine ganze Wohnung gezogen worden bis ins Wohnzimmer rein. Mhm. Und wie der dann also nochmal aufstehen wollte, haben sie den nochmal mit den Füßen auf den Boden getreten, damit er also erst keine Chance hat, sich da irgendwie zu wehren. Und was haben dann, die weitergemacht? Ging es denen? Die haben also Geld gefordert. Ja. Und der hat denen also gesagt, hier, die wollten 300 Euro haben. 300 Euro? 300 Euro. Mehr nicht? Mehr nicht. Die haben gesagt, wir wollen 300 Euro haben? 300 Euro. Und der sagte, ja, das kann ich euch geben. Aber danach, wie der denen das gegeben hat, haben sie noch mehr verlangt, noch seine PIN-Karte. Mhm. Haben die noch die PIN-Nummer rausgepresst, entweder gibt es die PIN-Nummer oder wir hauen nicht tot. Ja. Haben dann nochmal am gleichen Abend, 5 Minuten nach dem Überfall, 1.000 Euro von der Bank abgehoben und am nächsten Tag nochmal früh morgens um 7 Uhr nochmal 1.000 Euro. Und das alles in seiner Nähe. Haben Sie denn, bevor Sie dann das Haus verlassen haben, nochmal auf deinen Freund eingeschlagen? Die müssen halt das ganze Haus durchsucht haben. Haben den wahrscheinlich nochmal gefragt, ob hier irgendwo noch Wertgegenstände sind. Mhm. Und der hat das also auch beneint. Ja. Dann haben sie noch gesehen, dass er eine Armbanduhr trägt und noch ein Goldkreuz. Mhm. Das haben sie dann auch noch weggenommen. Ja. Haben den nochmal die ganze Wohnung im Schlafzimmer auf den Kopf gestellt, ob da noch irgendwas ist. Haben noch Centstücke mitgenommen. Mhm. 10 Centstücke, 20 Centstücke in so einer Dose. Haben noch anschließend die Telefonkabel rausgerissen, dass er also keine Hilfe holen konnte. Und er war 3 Tage alleine zu Hause. Ich wusste nichts und er war. Ach so. Und die Nachbarn wussten nichts. Also das heißt, bei der ersten Phase wurde er schon sehr schwer verletzt. Ja, ja. Haben Sie denn dann nochmal, bevor Sie das Haus verlassen haben, nochmal auf ihn eingetreten oder geschlagen? Weiß man das? So viel ich weiß also nicht mehr. Das weiß man nicht. Nee. Und er lag dann wie viele Tage alleine? 3 Tage? 3 Tage alleine. 3 Tage. In der Wohnung. Und wer hat ihn dann schließlich gefunden? Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden? Ja. Ja. Und hattest du einen Schlüssel zu dem Haus oder wie kam das? Ich habe Schlüssel gehabt, ich kam also von hinten rein und habe den gerufen, hat er nicht reagiert. Ich natürlich im Wohnzimmer rein, habe da geguckt, in die Küche rein. Ja. Und im Schlafzimmer habe ich natürlich nicht geguckt. Ne? Und dann kam der auf einmal raus und sagt, Mensch, Wolfgang, ich bin überfallen worden. Ne? Ach so, er konnte dann noch laufen und gehen. Er konnte sich dann irgendwie in diesen 3 Tagen da irgendwie aufheben, dass er das noch machen konnte. Und er konnte nicht telefonieren und sich Hilfe herbeirufen? Nein, weil die haben im Wohnzimmer Telefonkabel rausgerissen. Und ein Handy hat er nicht irgendwo versteckt gehabt? Handy hat er also gar nicht gehabt. Ach so. Mh. Obwohl ich ihm das immer vorgeschlagen habe, das hat er aber immer verneint, weil er auch irgendwo vielleicht auch mit der Technik geht, so ganz klar. Und er konnte sich auch nicht nach draußen schleppen und Nachbarn auch irgendwie? Nicht, auch nicht. Nee, gar nicht. Jetzt hast du gerade, habe ich das falsch verstanden, am Anfang gesagt, dein Freund sei verstorben durch diesen... Ja, das hat ihn so mitgenommen, dass er war also sehr gut drauf, das heißt, er war kerngesund. Mhm. Der hatte also körperlich keine Probleme gehabt und eine Woche nach dem Überfall ging es dann auf einmal rapide ab, das heißt, er wurde inkontinent. Ach.
Der hatte Angst gehabt. Also er war körperlich nicht so schwer verletzt, dass er an den körperlichen Folgen gestorben ist? Nee, aber also nicht jetzt so schwer körperlich verletzt. Das kam erst alles hinterher. Ist er denn danach, nachdem du ihn gefunden hast, ist er da direkt ins Krankenhaus gekommen? Ich habe ihn direkt ins Krankenhaus gebracht, aber Verletzungen extrem schwer. Hat vielleicht innere Verletzungen durch die dritte eben halt, aber da konnte man also gar nichts feststellen. Und an was ist er denn letztendlich verstorben? Letztendlich ist er gestorben, weil er einfach damit nicht fertig wurde. Das heißt, es muss ihm ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, physisch und psychisch muss ihn das so mitgenommen haben. Aber er hat sich nicht das Leben genommen. Dass er das nicht verarbeiten konnte. Er hat sich nicht das Leben genommen? Nein, er hat sich nicht das Leben genommen. Also die Straftäter haben ihn nicht jetzt da, jetzt irgendwie so schwer verletzt, dass er jetzt da umgestorben ist. Aber die Todesursache ist dann... Das ist einfach definitiv dadurch, dass er einfach damit nicht klar kam. Dass er das ist mir so ein bisschen schwer zu verstehen, weil sicher, wenn ein seelisches Trauma vorliegt, in der Regel stirbt man davon ja nicht sofort. Er war sehr sensibel und er hat also, wie ich das jetzt mitbekommen habe, also sehr, sehr, sehr gelitten dadurch. War er denn dann noch länger in einer Klinik? Er war noch anschließend im Heim, weil er konnte auch danach nicht mehr zu Hause alleine leben, weil er da auch nur noch Angst hatte. Ja. Dass die also gesagt haben, also hat also wirklich keinen Zweck mehr, der muss also jetzt in der stationären Behandlung erstmal, dass wir den dann erstmal beobachten und das hat aber auch nichts mehr gebracht und aber du weißt letztendlich nicht, was die körperliche Ursache seines Sterbens ist. Vielleicht hat er was gehabt, was sie hinterher gefunden hat. Ich weiß nicht, hat er irgendwo nichts Schlimmes gehabt. Wie alt ist er geworden? Der wurde 81 Jahre alt. Ach so, schon ein sehr alter Mann. Ja. Ach so, ja gut, dann kann man das noch vielleicht eher verstehen aufgrund des Schocks und... Ja, ich vermute mal, dass es jetzt dessen sei, also dass er sehr mitgenommen hat, weil eben halt eben dieses hohe Alter. Ja. Und ich hoffe, dass es das konnte. Ja. Ja, das kann ich dann auch schon eher verstehen jetzt, ja. Und weil eben halt, man das jemand sagt, jetzt brutale Jugendliche. Ich sag mal, wenn ich, so wie ich das jetzt alles mitbekommen habe, ich meine, ich habe jetzt gut Lauferei dadurch und ich muss viel erledigen jetzt, dass ich sagen möchte und muss, also die Strafen, die die Jugendlichen heute bekommen, die sind in meinen Augen einfach zu lasch. Mhm, ja, das sagen wir alle ja immer und wir hoffen, dass es irgendwann mal bei der Politik ankommt und dass sich da was verändert. Sind denn diese Täter gefunden worden? Die sind gefunden worden. Es war also im Ganzen eine Jugendbande von 11 Personen. Ja. Aber da bei ihm waren nur zwei. Und bei ihm waren nur zwei. Wie alt waren die? Die waren zwischen 14 und 18 Jahre alt. So jung noch? Ja. So jung noch? Ja. Ja, da wird die Strafe sehr gering sein, also relativ gering. Und, gab es schon eine Gerichtsverhandlung? Gerichtsverhandlung gab es jetzt im Oktober in Roermond. Ja. Und die beiden Haupttäter, einer ist zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Mhm. Der etwas jüngere, ich glaube 15 oder 16, der ist zu 9 Monaten Jugendarrest verurteilt worden. Mhm. Und anschließend, nach diesen 9 Monaten, muss er nochmal 2 Jahre in einer geschlossenen Jugendeinrichtung Erziehungsmaßnahmen teilnehmen. Aber da sind die jetzt in den Berufen gegangen und wollen jetzt das Urteil also da anfechten, dass denen das einfach zu viel ist. Wie schrecklich, was muss dein Freund, der dann doch ein sehr alter Mann schon war, wie du gerade gesagt hast, für Todesängste ausgestanden haben und auch diese 3 Tage als alleine. Der hat sogar vor mir dann Angst gehabt. Wenn ich ihn berührt habe, wollte ihn einfach mal umarmen und ihn ein bisschen trösten. Mhm. Der ist zurückgeschreckt. Der hat mich da mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, was machst du mit mir? Mhm. Und ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe ihn mit mir nach Hause genommen, damit er sich was beruhigt, damit er nicht immer daran denken muss. Und dann kam die Zeit, wo er gesagt hat, ich habe Angst, dass die wiederkommen. Mhm. Der hat die Zeitung genommen. Völlig klar. Also das wäre für einen jüngeren Menschen schon eine traumatische Lage und Situation gewesen. Ja, aber ein älterer Person, der hat es einfach nicht mehr gebracht. Ja. Wolfgang, ich danke dir für deinen Anruf und es ist natürlich sehr, sehr traurig, was passiert ist. Ja, ja, ich hoffe noch, wie du euch jetzt gerade sagtest, dass die Politiker mal langsam wach werden. Ja. Also, ich sage also eindeutig, ich möchte Appell an die Politiker mal richten, werdet endlich tätig. Mhm. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, so ganz allmählich gibt es einen Bewusstseinswandel, aber die Mühlen malen langsam. Und vor allen Dingen ein bisschen mehr Zivilcourage. Mhm. Ja. Wenn man sieht, wo 20, 30 Leute stehen und die sehen jetzt zum Beispiel, dass eine alte Frau oder jemand verhauen wird,
oder eine alte Frau beraubt wird. Ich meine, das sind 30 Leute. Rennt ja, hin, diese Geschichten hat man und immer wieder, ja. Ja, einfach nicht mehr weggucken. Einfach nicht mehr weggucken. Lieber Wolfgang, danke für deinen Appell und danke für deinen Anruf und dir alles Gute. Okay, gut. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Yvonne ist hier. Yvonne ist 28. Guten Morgen, Yvonne. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Yvonne. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe folgendes Problem. Und zwar liebe ich zwei Männer. Mhm. Der eine ist mein Ehemann. Ja. Und der andere ist mein Ex-Freund. Mit meinem Ehemann bin ich seit 4 Jahren verheiratet. Ja. Und mit meinem Ex bin ich 5 Jahre auseinander. Und vorher warst du wie lange mit dem zusammen? Mit meinem Ex war ich fast 5 Jahre zusammen. Also ungefähr gleich. Ja. Ja. Und seit wann läuft das schon wieder mit dem Ex? Seit ich nach Gelsenkirchen gezogen bin. Na, das weiß ich ja nicht, wann du nach Gelsenkirchen gezogen bist. Also vor einem halben Jahr, sag ich mal. Ach so, das ist dann wiederum noch relativ frisch. Ja. Wie kam das denn? Ich wollte einen Ortswechsel machen und habe hier oben neu angefangen. Mhm. Was ich aber nicht wusste, dass mein Ex mir wohl hinterherzieht, auf gut Deutsch. Ach, nach so vielen Jahren zieht er dir hinterher? Ja, das ging die ganze Zeit auch durch. Er stand immer bei mir vor der Tür. All die Jahre? Ja. Das heißt, die ganzen Jahre davor, während ihr getrennt wart, hat er dir irgendwie noch nachgestellt? Richtig, er wusste. Wird man da nicht irre von? Bitte? Wird man da nicht irre von? Mit der Zeit schon. Aber du bist dann doch nicht irre geworden, sondern hast dich auf ihn wieder eingelassen. Das fängt jetzt erst wieder langsam an. Seit einem halben Jahr. Ja, es ist noch nichts passiert, sag ich mal so. Ja, warum fängt es denn wieder an? Jetzt ist mein Ehemann in JVA, also er ist im Gefängnis. Ja. Wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Und kommt auch erst Ende dieses Jahr raus. Und jetzt nutzt mein Ex natürlich die Chance, um mich wieder rumzukriegen, sag ich mal. Ja, die Chance müsstest du ihm aber dann auch geben. Ich merke aber, gerade jetzt in der schwierigen Zeit, wo mein Mann im Knast ist, wo ich keinen Halt habe, ist das Problem, dass er wirklich für mich da ist, rund um die Uhr. Und da kommen die Gefühle wirklich extrem wieder hoch. Oder ist es einfach nur so, weil du einfach jemanden brauchst im Moment? Und der ist nun mal gerade da und der legt sich dir zu Füßen. Das wäre das kleinste Problem. Also da habe ich genügend andere Möglichkeiten, sag ich mal. Mhm. Aber es war früher schon die Sache, wenn ich mit meinem Ex-Freund zusammen war, es konnte kommen, wer wollte. Wenn er wieder aufgetaucht ist, habe ich alles stehen lassen und bin zu ihm zurück. Das war immer schon so. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Ehemann? Heute frage ich mich, ob es damals Liebe war, wo ich ihn geheiratet habe. Hm. Gefühle sind schon da, auf jeden Fall. Also ich vermisse ihn unheimlich doll. Die Sache ist, mein Ex-Freund kann mir Sachen geben, die man meinem nicht geben kann. Was denn? Genauso umgekehrt. Was kann dir denn der Ex-Freund geben? Mein Ex-Freund kann mir Halt geben, er hört mir zu. Mhm. Er ist für mich da, wenn ich Probleme habe. Mhm. Und mein Ehemann ist eher der Typ, dem ist das irgendwie egal, was ich habe. Ja. Er gibt mir zwar Zärtlichkeiten und Streicheinheiten, aber nicht, wenn ich irgendwas zum Reden brauche. Dann ist er auf jeden Fall nicht für mich da. Ja. Und da ist, wie gesagt, dieser Zwiespalt, der mich jetzt hin und her reißt. Wieso, wer hat sich denn damals voneinander getrennt? Das war ich. Du warst. Und warum hast du dich von dem Ex-Freund getrennt? Weil er Freunde mit der Zeit hatte vom Fußball, mit denen ich nicht so klar kam. Ja. Die waren jeden Tag hinterher nur noch am Saufen. Und da ich überhaupt keinen Alkohol trinke, ja, passte das irgendwie nicht mehr so zusammen. Aber dann ist das ja schon eine sehr, sehr verbundene Sache mit euch beiden, wenn er so lange dir immer hinterher gehört. Richtig, das Ganze, die ganzen Jahre über, füllst du oft nicht auf. Er schickte mir Briefe, obwohl ich geheiratet habe, was er auch alles wusste. Mhm. Aber da, wie du gerade gesagt hast, da hat dir das schon nicht gefallen, ne? Da hat es mir erstmal nicht gefallen und mit der Zeit merkte mein Ehemann, irgendwas ist da, weil wenn er da war, war ich meinem Mann gegenüber irgendwie abweisend. Mhm. Ich selber merkte das aber nicht, aber er. Ist natürlich jetzt so eine Sache. Also man, dein Ehemann sitzt im Knast. Das ist natürlich für ihn auf eine schlimme Situation, wenn jetzt die Frau irgendwie von ihm wegschert. Richtig, und das will ich. Ich will beide nicht verletzen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt beide sagen? Hört mal zu, beide nicht. Oder ich die Entscheidung ist ja, dass du ganz tief in dich hinein gucken musst und hören musst und horchen musst. Wohin das Herz mehr tendiert? Das ist ja die Frage, die ich mir seit Jahren schon stelle, weil ich diese Gedanken an meinen Ex eigentlich nie komplett abschalten konnte. Mich macht es ein bisschen stutzig, dass du jetzt wieder so richtig auf den Ex drauf bist, seitdem dein Mann weg ist. Nach dem Motto, jetzt ist der weg und nehme ich den mal. Also mein Ex, der war schon vorher hier.
Mhm. Auch wenn mein Mann noch zu Hause war. Mhm. Das passt Mama natürlich nicht, weil wir kennen dich, wie gesagt, beide. Mhm. Und mein Ex machte mir vor meinem Mann ein Liebesgeständnis. Das ist natürlich nicht so toll für meinen Mann in der Seite, ne? Vor deinem Mann? Und ja. Wie hat dein Mann reagiert darauf? Mein Mann ist eher dieser zurückhaltende Part, sag ich mal. Mhm. Der guckt sich das an und wenn sie alle wechseln, dann macht er mir hinter die Szene. So ist mein Mann. Also, was ich für definitiv finde, Yvonne, ist, ich kann für dich nicht entscheiden, wohin die Liebe mehr tendiert. Das weiß ich nicht. Das weiß kein, ja. Aber was du auf keinen Fall machen darfst, finde ich, dass du zweigleisig fährst. Das mache ich nicht, auf keinen Fall. Du musst entweder dich entscheiden, entweder sagst du, okay, zu dem Ex ist wirklich Schluss, ich warte auf meinen Mann und bin meinem Mann treu. Oder aber du machst den Radikalschnitt und sagst, ich trenne mich von meinem Mann, auch wenn er jetzt im Knast sitzt. Und das ist für ihn natürlich dann besonders schwer. Und gehe wieder zurück zu ihm. Ja, also ich plädiere eigentlich eher dazu, mit beiden, also sag ich mal, Schluss zu machen. Mit beiden, mit dem einen habe ich ja nichts, aber mit beiden Themen abzuschließen, weil das ich mein, irgendwie nicht. Das ist natürlich wahrscheinlich sogar aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, das Klügere. Ja. Weil mit beiden ist ja nicht optimal ist. Richtig. Und dann, wenn man das dann so hinkriegt, finde ich, ist das die sauberste Lösung, wenn du das schaffst. Schaffen ist die eine Sache. Naja. Weil ich sag mal so, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der durch meine Krankheiten auch sehr viel Zuneigung braucht. Mhm. Ich habe Angstzustände und darf nicht alleine sein. Mhm. Und das ist die Sache natürlich, mein Mann ist nicht da, ob mein Ex da ist, wie du schon gesagt hast, der ist dann da. Ja. Aber ich will beide nicht enttäuschen, ich will auch beiden nicht wehtun. Nee, darum geht's gar nicht. Manchmal muss man Menschen wehtun, der Wahrheit zuliebe. Manchmal dann tut die Wahrheit halt weh, aber dann ist es besser, weh zu tun, als denn zu lügen oder sich aus der Entscheidung herauszuschleichen. Das ist es ja. Hast du gerade so eine Andeutung gemacht, von wegen, dass du nicht so gut alleine sein kannst und Angst hast und so weiter. Da würde ich gerne, ich habe dir jetzt so meine Meinung gesagt, da würde ich dich gerne mal an meine Psychologin verweisen. Ja. Dann könnt ihr da auch diesbezüglich ein paar Worte reden. Ja, das war natürlich nicht schlecht. Einverstanden, Yvonne, du kennst vielleicht das Vorgehen. Du legst auf und das heißt die Anja, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Ja, gut. Alles Liebe, alles Gute. Ich bedanke mich, Domian. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Juhu. So, meine Lieben, ich gucke hier auf meinen Monitor und da läuft der Vorspann im WDR-Fernsehen. Und das heißt, jetzt sind wir dann gleich alle vollzählig versammelt. Ein Schluck Wasser noch und da sind wir schon. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio, ihr lieben Fernsehzuschauer vom WDR-Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine große Verspätung und bitten das zu entschuldigen. Wir haben hier schon angefangen mit der Sendung und machen jetzt ganz einfach weiter. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist ja immer eine offene Themenrunde hier bei uns. Also ihr könnt mich erreichen und mit mir reden über alles, was ihr wollt und was euch interessiert. 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Florian. Florian ist 25. Guten Morgen, Florian. Ja, schönen guten Morgen. Also bei mir geht es darum, dass ich nicht Zeuge, aber Ersthelfer beim Autounfall war, wo eine Frau schwer verletzt und deren Beifahrer gestorben ist. Ich habe das akustisch, was nicht Zeuge, sondern? Ersthelfer. Ersthelfer, achso, das Wort habe ich nicht verstanden. Ja. Und also die Sache hat so angefangen, ich bin Wochenendpendler, ich bin bei der Bundeswehr, bin nach Hause gefahren und auf so einer Landstraße habe ich mich nur gewundert, warum da auf einmal so viele Autos standen. Mhm. Und dann habe ich eben das Auto am Baum umwickelt gesehen und habe mich auch gewundert, dass alle weitergefahren sind. Darum dachte ich, dass da gar nichts mehr ist, dass das praktisch nur das Wrack ist. Die Leute fuhren weiter? Die fuhren einfach weiter. Unfassbar. Langsam gefahren, aber sind weitergefahren und alle gegafft. Und dann, als ich dann auch nahe dran war am Auto, habe ich halt gesehen, dass da noch eine Frau drin saß. Und dann habe ich halt angehalten, bin hingerannt und die Autos sind trotzdem weitergefahren. Und dann die Frau hat nicht mehr wirklich gesprochen, sie hat mich zwar angeguckt und hat schwer geblutet vom Kopf und ich habe dann halt versucht, sie anzusprechen und all sowas und sie hat halt mich angeguckt, aber hat eh nicht mehr wirklich reagiert. War sie eingeklemmt, die Frau? An dem Bein ein bisschen, also man hätte sie so rausziehen können, aber da ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bis dahin war, wusste ich, man sollte, wenn es nicht unbedingt, also wenn das Auto nicht brennt oder sie in unmittelbarer Gefahr ist, sollte man sie lieber drin setzen. Mhm. Also man könnte mehr falsch machen dann als andere. Ja. Auf jeden Fall wollte ich dann ihr helfen, indem ich ihr den Kopf verbinden wollte, hab mir dann aus meinem Auto meinen Verbandskasten genommen und bin dann auf die Rücksitzbank gegangen. Mhm. Und und dann kommt jetzt der Moment, warum ich jetzt eigentlich anrufe. Ja.
da hinten saß noch, beziehungsweise lag ein Mann, der auf der Beifahrerseite war und der komplett einklemper und die Augen offen hatte. Darum dachte ich, Mensch, hier lebt noch einer. Den hattest du am Anfang gar nicht gesehen? Den habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Der war so eingeklemmt, den haben wir gar nicht gesehen. Mhm. Und dieser Mann hatte eben die Augen offen, dann dachte ich, man kann ihm noch helfen. Aber dann habe ich kurz danach, den Augenblick weiter, habe ich dann gesehen, dass am Hals schon alles blutig ist und an diesem Mann gar keine Regung mehr ist. Mhm. Und ich konnte da hinten nicht mehr sitzen und dieser Frau weiterhelfen, weil ich dann so geschockt war, dass ich hin wieder weggegangen bin und dann vorne halt einfach nur noch mit ihr gesprochen habe und dann... Aber jetzt, Entschuldigung, bitte, ich unterbreche, jetzt ist ja schon sehr viel Zeit vergangen. Du wolltest einen Verband anlegen, du bist hingegangen, hast geguckt. Warum hast du nicht sofort mit dem Mobiltelefon einen Krankenwagen angerufen? Naja, der LKW-Fahrer, der war ja, der da mit involviert war, hat gesagt, er hat schon alles gerufen. Achso, Moment, halt, das hast du gerade nicht erzählt. Da war noch ein LKW-Fahrer. Ja, der LKW-Fahrer, der hat halt Warnrecken und alles aufgestellt. Achso, also da war noch ein Mensch, der unverletzt war. Ja. Und der hatte schon jemanden angerufen? Der hat mir gesagt, er hätte alles angerufen. Und dann habe ich auch schon aus der Ferne die Sirene von der Feuerwehr gehört. Und dieser LKW-Fahrer war aber nicht zu diesem Auto gegangen und hat sich irgendwie verletzt? Nein, der hat sich da gar nicht rangetraut. Der hat nur einmal gefragt, was los ist, was kann man, also ob ich irgendwas gesehen hätte. Ja. Und da habe ich ihm dann auch nur gesagt, ja, also da, wo ich wieder von diesem Mann weg war, habe ich nur gesagt, ja, guck nach hinten. Ich wollte es auch nicht sagen, weil die Frau ja eben noch zugehört hat. Ja. Und dann habe ich immer versucht, die Frau irgendwie auf mich zu lenken, nicht, dass sie da hinguckt. Mhm. Und was ich dann halt auch noch mitgekriegt habe, dass dann Autos immer noch dran vorbeigefahren sind, da hat keiner angehalten, hat gefahren, ob er helfen kann. Mhm. Und da waren so zwei Stichpunkte, die mir wirklich noch immer sehr nagen. Einmal war da eine Mutter mit ihrem Kind hinten auf der Rücksitzbank, die hat angehalten und sie hat da zugeguckt, was ich da gemacht habe. Und das Kind konnte mit alles sehen, konnte auch genau in das Auto gucken, hat diesen toten Mann gesehen. Also irgendwann hielt dann doch mal jemand an, nämlich eine Frau mit einem Kind. Genau. Und das hat Kind? Hat aber nur gegafft, wie, ich kam mir vor wie im Zoo eigentlich. Mhm. Und dann ist sie weitergefahren und das Kind hat auch alles gesehen. Und ich will jetzt nicht diese Marke von den Autofahrern sagen, dass sie alle so sind, aber ein Mercedes-Fahrer hat angehalten, hat das Fenster runtergekurbelt und hat dann rübergeschrien, lass doch die Frau da drin alleine, die ist doch selber schuld, wenn die so bekloppt fahren. Nein, das ist nicht wahr. Ehrlich? Ja. Das ist ja unfassbar. Das hat er und das... Das ist aber ein schlimmer Eindruck, den du da hinter dir hast. Also erstmal, dass du diese schwer verletzten Menschen gesehen hast und dann diese Abgefucktheit und Eiseskälte der Menschen erlebt hast. Ja, das also und vor allem seit diesem Unfall, wie gesagt, ich war ja vorher bei der Freiwilligen Feuerwehr, und da sind wir fast jedes Wochenende rausgefahren. Wie gesagt, ich bin Wochenendpendler, Wochenende zu Hause und dann fast jedes Wochenende mit der Feuerwehr raus, weil wir auch an einer Strecke wohnen, wo viele junge Leute verunglücken. Mhm. Und da sieht man fast jedes Wochenende sowas. Bloß da ist man halt, ich sag mal so, in einem Team mit der Feuerwehr. Mhm. Da merkt man das vielleicht nicht so und kriegt das nicht so mit. Aber man fängt sich gegenseitig auf und so. Genau. Man ist halt abgelenkt, man hat immer was zu tun. Und da war ich eben alleine. Ja gut, der LKW-Fahrer, der ist immer um das Auto rumgerannt. Und aber der Typ war dann ja auch seltsam drauf. Hatte der den Unfall verursacht? Nein, das Auto wollte diesen LKW überholen und kam dabei dann in Schlingern und ist dann mit der Beifahrerseite gegen den Baum gerutscht. Aber dennoch, wie seltsam, dass der LKW-Fahrer sich auch nicht direkt, so wie du es gemacht hast, sich um die Verletzten da gekümmert hat. Ja, der war auch total wirr. Und bei mir, ich habe das ja alles erst realisiert, wo dann... Also ich war so lange an diesem Auto, beziehungsweise an der Frau alleine, bis sie vorher eingetroffen ist. Das waren wahrscheinlich ewige Zeiten, ne? Also für mich kam das unendlich lange vor. Mhm. Und so, du hast am Anfang gesagt, der Mann war verstorben? Der Mann musste sofort tot gewesen sein, weil die Augen waren ja noch offen. Und die Frau, was ist aus der Frau geworden, weißt du das? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Ich habe jede Polizeidienststelle da angerufen, die da in der Umgebung war, die haben auch meine Daten aufgenommen, aber daher, dass ich diesen Unfall nicht selber gesehen habe, haben sie sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Achso, bist du für die nicht interessant? Genau. Mhm. Ich war praktisch nur Ersthelfer. Mhm. Und dann noch so eine Schlüsselstelle, die ich dann auch noch immer noch im Kopf drin gebrannt habe, war, als alles vorbei war und als sie dann dabei waren, diesen Mann da rauszuschneiden, haben wir natürlich erst gemacht, indem sie die Frau mit dem Krankenwagen weggebracht haben, bin ich in dieses Scheinwerferlicht, weil es war schon dunkel gewesen, bin ich in dieses Scheinwerferlicht von diesem Feuerwehrauto gegangen und habe dann gesehen, dass meine ganzen Hände voller Blut waren. Mhm. Und dann wollte ich die unbedingt sauber machen und bin dann von Feuerwehrmann zu Feuerwehrmann gegangen, habe gefragt, ob ich mal ihr Wasser da ran dürfte. Also es lief alles ab wie ein Film und die haben mich auch alle ganz komisch angeguckt. Und das Thema war, dass ich dann, nachdem ich dann da weggefahren bin, musste ich ja praktisch noch 200 Kilometer fahren. Und dann du durftest aber die Hände waschen bei dir. Ja, klar. Mhm. Und du sitzt dann im
Auto und und ich habe das heute noch, dass ich nachts aufwache und dann dieses Gesicht von diesem toten Mann sehe. Und man macht sich halt auch Gedanken, ob man da noch irgendwas falsch gemacht hat. Aber ja, im Endeffekt... Aber du weißt ja aufgrund deiner Erfahrung auch bei der Feuerwehr, dass du wahrscheinlich nichts falsch gemacht hast, weil du gar nichts tun konntest. Ja, aber seit dem Zeitpunkt bin ich auch nicht mehr bei der Feuerwehr. Ach so, heftig hat das eingeschlagen bei dir. Das hat also, wie gesagt, weil ich die ganze Zeit alleine war und dann... Ich kam mal... Das weiß ich gar nicht, gerade am Anfang hast du gesagt, wie lange das zurückliegt? Ja, 2003, am 20. 2003. 2003. Und das hat dich heute noch so im Griff, dieser Eindruck. Ja. Du erzählst das so, als wäre das irgendwie vor ein paar Monaten passiert. Na, es ist ja, ich werde auch immer wieder an diese Sache zurückerinnert, weil ich jedes Wochenende an diese Unfallstelle vorbeifahre. Und jedes Mal, wenn ich genau an diesem Punkt bin, merke ich innerlich, wie ich anfange zu zittern. Florian. Das ist dann nach 10 Minuten wieder vorbei, wenn ich dann dran vorbeigefahren bin, aber jedes Mal. Musst du dringend was tun. Dringend. Ja. Da musst du eine Art Traumaberatung, Traumatherapie machen. Werden wir dir gleich ein paar Adressen sagen und wie du es anstellst und wo und so weiter. Finde ich, wenn das so lange anhält und du das nicht verarbeitet hast, dann musst du dir Hilfe holen von außen. Gar keine Frage. Bist du wahrscheinlich auch bereit, ne? Ja, bereit bin ich schon. Ich bin halt bei der Bundeswehr und man sagt immer, beziehungsweise es wird nach außen getragen, dass bei der Bundeswehr ganz tolle Psychologen sitzen. Mhm. Aber ich habe es einmal versucht und bin derbe auf die Nase gefallen. Ja, du musst es ja nicht da machen. Vielleicht kann man das irgendwie so drehen, dass du es außerhalb der Bundeswehr machst. Ja. Müssen wir mal im Hintergrund beraten. Ich weiß ja nicht, wie deine Dienstzeiten sind und wo du dich immer aufhältst. Und das kann man sicher irgendwie abstimmen miteinander. Wie lange bist du denn noch bei der Bundeswehr? Noch 10 Jahre. Ach, noch 10 Jahre. Gut, dann so lange können wir nicht mehr warten. Nee. Aber also eindeutig, wenn das nach so vielen Jahren noch so schwerwiegend sich in dir bemerkbar macht, musst du etwas unternehmen. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und ihr könnt da mal im Hintergrund austüfteln, was eventuell möglich wäre für dich. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute, Florian. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Daniel. Daniel ist 28 Jahre. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo, Lumia. Hallo, Daniel. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mal, du hattest ja gestern brutale Jugendliche. Das Thema, und ich habe die ganze Zeit versucht anzurufen, aber ich bin leider nicht durchgekommen. Aber jetzt, umso besser. Und zwar, ich sag mal, ging da darum, 1998 ist mir auch, ich sag mal, was passiert. Und zwar, ich sag mal, ich lag im Krankenhaus wegen meinem linken Knie, hatte eine Knieoperation. Und danach, ich sag mal, war ich 14 Tage im Krankenhaus, hatte ich keine Lust mehr, habe ich mich auf den Sonntag selbst entlassen. Und dann war ich auf dem Weg nach Hause hin, da musste ich mit der U-Bahn 2 Stationen fahren. Und erste Station, ich sag mal, die U-Bahn angehalten, da sehe ich, wie 2 Türken auf ein deutsches Mädchen, also lange blonde Haare, auf so ein Mädchen am Eintreten waren. Der eine so mehr Kopf. Ach, am Eintreten schon? Ja, sicher, die waren die ganze Zeit, ich sag mal, darauf am Eintreten. Wie viel Uhr war das, zu welcher Tageszeit? Das war so gegen 11:15, 12:30 mittags. Ja. Und dann ich mit meinen Krücken, ich sag mal, das linke Bein war taub und ich konnte mich ja selber großartig gar nicht bewegen. Ich sag mal, dann bin ich dahin geruckt mit meinen Krücken hin. Da habe ich den Jüngsten von den beiden, den habe ich einfach auf die Gleise runtergeschubst. Und der Ältere, ich sag mal, ohne zu zögern, ich sag mal, der hat nur bei sich in die Tasche gegriffen und hat mir direkt, ich sag mal, ein Messer in den Bauch gerammt. So, war das in der U-Bahn oder an der U-Bahn? In der U-Bahn-Station. In der U-Bahn-Station. Nicht in der U-Bahn selbst, aber in der Station. Der hat ja ein Messer in den Leib gerammt. Ja, direkt in den Bauch rein. Ich sag mal, da wo normalerweise die Blinddarmnarbe, also wo der Blinddarm sitzt, so ein paar Zentimeter daneben. Ich sag mal, und da hat er mir das Messer reingerammt. Das heißt, du bist sofort zusammengesackt? Nee, das ist es ja. Ich sag mal, ich bin erst noch stehen geblieben, weil die sind weggerannt. Das Mädchen, ich sag mal, guckte erstmal nur erschrocken. Und dann ist das auch, ich sag mal, abgehauen. Nur so ein älterer Herr, der hat das vom Bett nicht so mal gesehen, weil die U-Bahn, die war schon wieder weggefahren. Das heißt, letztendlich, du wolltest helfen und bist dazwischen gegangen, wolltest helfen, hast auch ein bisschen geholfen und die prompte Antwort war ein Messer im Bauch. So war es. Wie ging es denn dann weiter? Wie bist du dann ins Krankenhaus wieder gekommen oder was ist passiert? Dann, das war ja der Hammer. Ich sag mal, der ältere Herr, der sagte, junger Mann, kommen Sie mal ran, bleiben Sie mal stehen, weil ich war total geschockt. Und dann darauf, ich habe keine Schmerzen empfunden, so gar nichts. Ich habe nur einmal kurz knacken gehört, weil ich hatte eine Jogginghacke an. Hast du das denn gesehen, dass er das Messer in dich reinrammt?
Ich habe nur eine, weil ich stand so seitlich dazu. Ich sag mal, ich habe nur eine Bewegung, ich sag mal, mit seiner Hand habe ich nur wahrgenommen. Mhm. Und ab dahin, kurz so ganz komisches Knacken war das. Und dann habe ich runtergeguckt, hinterher, wo der ältere Herr mit mir gesprochen hatte. Und da habe ich gesehen, wie das Messer, das steckte ja bei mir im Bauch. Ach, das steckte im Bauch noch? Ach, das war ja drin. Ach, das steckte noch im Bauch. Ich dachte, der hat das wieder rausgezogen. Nee, ich sag mal, das ist es ja. Ich sag gut, mal, und dann wurde der Krankenwagen benachrichtigt von irgendjemandem, oder? Das hatte der ältere Herr, ich sag mal, der hatte das dann, also Krankenwagen über, da sind solche roten Kästen, so Notruf. Ja. Dadurch hatte der den Krankenwagen serviert, aber ich habe mir das Messer selber rausgezogen. Bevor der Krankenwagen kam? Ich habe nach unten hingeguckt, da habe ich wieder nur das Messer, ich sag mal, den Griff stecken gesehen. Und ab dahin, ich sag mal, da habe ich das rausgeführt, war ein Fremdkörper, weil ab dahin habe ich erst einen Schmerz empfunden. Bist du dann bei Bewusstsein geblieben oder bist du irgendwann dann zusammengekracht? Ich bin dann sofort in die Knie gegangen und dann kam der Mann, der stand ja die ganze Zeit neben mir, der hat mir die ganze Zeit auf mich eingeredet und dann hat er mich auf gut Deutsch gesagt, ich sag mal, am Arsch und Kragen gepackt und hat mich Rolltreppe hoch und dann hörte ich auch schon einen Krankenwagen. Mhm. Und ab dahin, ich sag mal, weiß ich das gar nicht. Wie schwer waren deine Verletzungen? Ja, mein Darm wurde getroffen. Und ja, so zwischen 7,5 Zentimeter tief war das Messer bei mir im Bauch. So. Wie lange lagst du dann erneut im Krankenhaus? Ich war 4 Tage, war ich auf Intensivstation. Und danach, ich sag mal, noch 10 Tage war ich so auf Station. Sind diese Täter oder der Täter, ist der gefasst worden? Ich sag mal, das ist ja der Hammer, ich sag mal, von der ganzen Sache. Der eine, das war ein 16-Jähriger und der andere war 19 und der 16-Jährige war mit dem Mädchen auch noch zusammen. Aha. Also die sind gefasst worden? Die sind gefasst worden. Ja. Ich sag mal, und wer hatte dir das Messer in den Leib gerammt? Der Jüngere oder der Ältere? Der Ältere. Weil den Jüngeren, den hatte ich ja auch für Gleise geschmissen. So. Ja, aber der ist ja auch abgehauen dann. Also sogar das Mädchen ist abgehauen. Das Mädchen, hast du gerade erzählt, ja. Zu was sind die verurteilt worden? Der 16-Jährige, ich sag mal, der hat nur eine Bewährungsstrafe gekriegt. Und der 19-Jährige, ich sag mal, der zugestochen hatte, hat 19 Monate Haft gekriegt. Wie war denn das vor Gericht? War der reuig? Hat das eingestanden? Ja, der hat sich bei mir zwar entschuldigt, aber wo ich den gesehen habe, das ist für mich ein rotes Tuch gewesen. Aber er hat es vor Gericht nicht abgestritten? Nee, der hat das so dargestellt, ich sag mal, als hätte ich den noch verletzt und hätte auf den noch mit eingeschlagen, weil das Mädchen, was ich so gesehen, ich sag mal, geholfen habe, ich sag mal, die hat gar nichts gesagt vor Gericht, sie kann sich an nichts mehr erinnern. Das ist ja sehr lange her, das war 1998. Hast du irgendwann mal was von dem Täter gehört oder gesehen? Gesehen nicht so, ich sag mal, aber ich habe jetzt so über Kollegen, ich sag mal, der ist danach, nach der Verhandlung ist er sofort, ich sag mal, in Haft gekommen. Ja. Und von da, ich sag mal, sagte mir ein Kollege, dass der schon wieder draußen ist. Aber so gesehen und nichts, ich sag mal, will ich auch gar nicht. Nee. Für mich ist das ein rotes Tuch. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn der vor mir steht. Ich hoffe, dass du souverän bist, dass du nichts machst. Das ist auch jetzt, ich hoffe 2000, sehr. 2006 bin ich aus dieser Stadt, bin ich auch weggezogen. Ja, umso besser. Jetzt auch in ganz anderem Bundesland. Und umso besser. So Kontakt, ich sag mal, das ist auch... Auch eine sehr schlimme Geschichte, wo jemand helfen will und es endet dann so. Es hätte für dich auch tödlich enden können, die ganze Geschichte. Ja. Wenn dieser ältere Herr nicht gewesen wäre... Ja, wäre das Messer irgendwie anders... Dann wäre ich wohl verblutet. Ja. Weil ich habe ziemlich viel Blut verloren. Und die Ärzte, die sagten auch... Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt ist so. Auch danach dann, als du aus dem Krankenhaus kommst. Bis auf die Narbe, ich sag mal, jedes Mal, wenn ich unter Dusche oder vorm Spiegel stehe und ich sehe die Narbe, dann kriege ich eine Krise. Weil das sind auch bestimmt 10, 12 Zentimeter Narbe so am Bauch. Und das sieht nicht gerade schön aus. Naja, aber du bist gesund und lebst und das ist das Wichtigste. Ja. Lieber Daniel, ich danke für deinen Anruf und dass dir nie wieder sowas passiert. Ja, das hoffe ich auch. Alles gut. Domian, darf ich einmal, ich sag mal, meine Freundin Nicole grüßen? Ja, okay. Nicole, ich sag mal, ich liebe dich. Nicole, der Daniel liebt dich. Was willst du mehr? Daniel, mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. So, das war heute die Ausnahme mit dem Grüßen. Morgen, ihr Lieben, haben wir ja wieder ein Thema. Morgen ist Donnerstagnacht und morgen heißt unser Thema Beine. Ja, ihr habt richtig gehört, Beine. Ich möchte gerne mit euch über Beine reden. Über jegliche Erkrankungen der Beine, über Unfälle,
an den Beinen, vielleicht auch über Amputationen, Menschen, die eine Amputation hinter sich haben oder vor sich haben, wie das war, wie sie sich da mitfühlen. Und ich würde gerne mit euch beim Thema Beine und über das Thema Beine alles ja sexuell erotische auch besprechen rund um die Beine. Es gibt bestimmt Beinfetischisten, es gibt ja, ganz sonderbare Dinge. Ich habe mal gelesen, dass Leute es sexuell erregend finden, wenn jemand ein Gipsbein hat oder sowas. Also wir sind wie immer morgen für alle Facetten unserer Themen und dann unseres Themas morgen offen. Thema Beine, das ist unser Thema. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, das ist klar. Morgen ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050 oder natürlich dann auch während der Sendung. Thema Beine morgen. Jetzt geht's weiter mit Stefan und Stefan ist 21. Morgen Stefan. Ja, guten Morgen Dorian. Hallo Stefan, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist die Mutter von meiner Freundin. Mhm. Und zwar ist folgendes Problem, ich sag jetzt mal seit Mitte Februar circa, habe ich das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich mich nach der Arbeit mit meiner Freundin treffen wollte und sie dann gesagt hat, ja komm vorbei. Sie wohnt mit ihrer Mutter alleine, die Eltern sind geschieden. Mhm. Und ja, ich bin hingekommen und das erste Mal, ich habe geklingelt und die Mutter hat mir aufgemacht und ja, sie war noch nicht da. Sie hat gesagt, ja, komm rein. Ich bin dann in ihr Zimmer gegangen, habe gewartet. Mhm. Und kurze Zeit später kam dann die Mutter auch rein und hat sich dann hingesetzt und hat eine Unterhaltung mit mir angefangen. Am Anfang ganz normal halt, wie war die Arbeit? Mhm. Ich habe nicht verstanden. Und, die Freundin war noch nicht da dann, ne? Wie bitte? Ich hatte nicht ganz verstanden. Die Freundin war noch nicht da. Die war noch nicht da, die war noch auf Arbeit. Ja, genau. Mhm. Und da meinte die Mutter plötzlich so Anmerkungen, ja, auf welchen Typ Frau ich denn so stehen würde und ob ich mir vorstellen könnte, mal mit älteren Frauen zu schlafen und ja, sowas halt. Und ich habe erstmal direkt abgeblockt. Ich habe gesagt, nee, also habe ich mir jetzt auch so gar nicht Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und das würde mich auch gar nicht interessieren. Und ich hätte ja eine Freundin und warum sie denn auch sowas fragen würde, auch das würde sie nur halt so interessieren. Mhm. Wie alt ist denn die Mutter? Die Mutter ist 48. Ja. Und ja, das war jetzt das erste Mal. Und beim zweiten Mal war es so, dass ich auch wieder hingekommen bin. Meine Freundin hatte mich angerufen und hat gesagt, ich sollte schon mal nach Hause gehen zu ihr. Ich hatte auch einen Wohnungsschlüssel. Mhm. Und bin dann halt rein und ja, war keiner da, hab mich in ihr Zimmer gesetzt, hab gewartet. Und plötzlich kam die Mutter rein, im Bademantel, mhm. hat sich hingesetzt und ja, wieder angefangen, von wegen, ja, ob ich mir jetzt schon mal Gedanken über dieses Thema gemacht hätte, worüber wir denn letztes Mal gesprochen hätten. Und ich meinte zu ihr, nee, das wollte ich auch gar nicht. Hm. Und hat sich hingesetzt und angefangen, ja, an ihrem Bademantel rumzufummeln. Und ich bin dann auch ziemlich nervös geworden, weil ich auch nicht wusste, was die Mutter jetzt im nächsten Moment vorhat. Hm. Und ja, ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich müsste kurz raus, bin rausgegangen auf den Balkon, habe eine geraucht. Hm. Bin wieder rein, in der Hoffnung, dass die Mutter schon wieder das Zimmer verlassen hat, aber ganz im Gegenteil, die Mutter saß immer noch da. Mhm. Und fing dann an, ich sag mal, sie hat jetzt nicht direkt gesagt, lass uns miteinander schlafen, mhm. aber hat solche Andeutungen gemacht und ich bin verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich traue mich da gar nicht mehr in die Wohnung rein. Was hast du denn da gesagt? Wie ging denn dann die Situation weiter? Du kamst dann zurück vom Balkon, hattest eine geraucht und wie ging es dann weiter? Sie hat es nicht direkt gesagt, aber... Also ich bin reingekommen halt in das Zimmer und sie saß immer noch da und meinte, ja, wieso ich denn so verklemmt wäre und warum ich denn nicht frei über so ein Thema reden könnte. Und ich habe zu der Mutter ganz klar gesagt, ich habe eine Freundin, ich bin mit der glücklich zusammen, seit mhm. 3 Jahren bereits. Mhm. Und ich habe überhaupt kein Interesse daran, mit älteren Frauen Geschlechtsverkehr zu haben. Und ich habe sie auch ganz direkt dann gefragt, wie sie überhaupt darauf kommen würde. Das würde ja direkt heißen, dass ich ihre Tochter betrügen würde. Mhm. Und dann hat sie direkt abgelaufen und naja, ich meinte ja nicht jetzt, dass du das jetzt hier direkt machen sollst. Aber ich wollte nur mal wissen, ob du dir so etwas vorstellen könntest. Mhm. Das und, ist ja... und dann? Gott sei Dank hat in dem Moment der Schlüssel in der Tür gedrückt. Ah, meine Freundin ist reingekommen. Hat die irgendwas gemerkt, dass das komisch war, dass ihre Mutter da im Bademantel saß? Genau das ist es. In dem Moment, die Tür war so ein bisschen offen jetzt, war nicht ganz zu. In dem Moment, wo die Mutter hörte, dass der Schlüssel in der Tür drehte, war die sowas von schnell aus dem Zimmer raus. Mhm. Also das war wirklich verwunderlich, dass sich eine Frau mit 48 noch so schnell bewegen kann. Ja, das geht mit 48 unter Umständen auch noch. Aber das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Du bist mit deiner Freundin 3 Jahre schon zusammen.
Ja. Und jetzt fängt ihr erst damit an, mit so Sachen, die Mutter? Ja, also ich verstehe das auch nicht. Das war vorher alles normal immer? Ja, ja, sicherlich. Ich habe vorher, wo ich die Mutter kennengelernt habe, die war sowas von ja. nett und immer zuvorkommt und ja, wie geht's dir? Mhm. Ganz auf normaler Basis. Und hat wirklich, das war für mich schon fast wie eine zweite Mutter. Und dass das jetzt irgendwie so in diese Richtung ausartet, das irritiert dich völlig. Das ist echt krass. Meine Frage war gerade auch noch gewesen, ob deine Freundin irgendwas gemerkt hat. Das zum Glück nicht, weil ich selber habe jetzt auch ein bisschen Bammel davor, jetzt zu meiner Freundin zu sagen, pass mal auf, hier deine Mutter, die macht ganz komische Andeutungen. Wie ist das Verhältnis denn zwischen den beiden? Das weißt du ja sehr gut. Ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter? Ja, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist wunderbar. Also die Mutter ist jetzt schon seit längerem mit dem Vater geschieden. Den Vater selber habe ich allerdings noch selber gar nicht kennengelernt. Und die Mutter hat auch keinen Freund? Nee. Soweit ich weiß nicht. Mhm. Ja, das ist eine bedrückende Situation. Und eine unverschämte Situation, von ihr aus gesehen. Ich würde das so machen, Stefan. Ich meine, das ist völlig eindeutig, dass die dir an die Wäsche will. Ja. Das ist, wie du das jetzt schilderst, ist das mir völlig klar. Die will mit dir in die Kiste. Genau. So. Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen. Wenn jetzt noch einmal, auch nur ansatzweise, so eine Situation entsteht oder sie nochmal mit dem Thema anfängt, dann sagst du ihr nochmal klipp und klar, dass du keinen Bock auf sowas hast. Und wenn das noch einmal passiert, dann sagst du, dann würdest du das ihrer Tochter, deiner Freundin sagen. Gib ihr einen Warnschuss. Ja. Sollte es dann immer noch weitergehen, dann würde ich es auch deiner Freundin sagen. Denn das musst du. Das ist zwar alles nicht schön, aber so, das ist auch nicht schön, was da gerade abgeht. Vielleicht kannst du aber so das Ganze abbremsen, indem du wirklich klar sagst, ich habe darauf keine Lust, ich habe eine Freundin, ich möchte mit ihnen, oder ich weiß nicht, ob du sie duzt, wie ihr miteinander umgeht. Ja, wir duzen uns. Ich möchte mit dir im sexuellen Sinne nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Und wenn du noch einmal anfängst, dann sage ich meine Freundin, deine Tochter darüber Bescheid. Vielleicht wirkt das. Ja, das Problem halt ist auch, ich habe auch schon mit dem Gedanken gekämpft, ob ich ihr das nicht sagen soll, meiner Freundin jetzt, ob ich nicht sagen soll, wie es aussieht. Das Problem ist halt, ich habe keine Lust, dass irgendwelche Spannungen in unserer Beziehung dadurch entstehen. Ja. Und andererseits, dadurch, dass das Verhältnis zu der Mutter so gut ist, ich will später nicht irgendwie, ach, ich weiß es, das ist so eine blöde Situation, dann kriegt sie sich mit ihrer Mutter in die Haare oder so. Ja, deswegen ist ja auch mein Vorschlag, dass du erstmal mit der Mutter alleine Tacheles redest. Aber klar und sehr hart. Ich finde, das ist ein faires Verhalten. Dann wird die Mutter kapieren, hoffentlich, dass sie zu weit gegangen ist. Und vielleicht kann das Ganze dann unter den Teppich gekehrt werden und alles ist wieder so wie vorher. Wäre ja denkbar. Ja. Aber wenn sie dann immer wieder anfängt, dann finde ich, hast du das verdammte Recht und fast auch schon die Pflicht, das deiner Freundin zu sagen. Aber du machst es ja erstmal noch sehr, ich sag mal, sozialverträglich, indem du nur ihr einen Warnschuss gibst, der Mutter. Denn die Mutter muss ja auch daran gelegen sein, dass das Verhältnis zur Tochter weiterhin gut ist. Die ist doch völlig bescheuert, die Alte. Ich meine das jetzt nicht despektierlich mit der Alte. Ich meine mit der älteren Frau, mit der Mutter. Ich meine es nicht beleidigend, dass sie sowas tut. Ich verstehe es gar nicht. Wenn sie Bock auf junge Männer hat, soll sich die irgendwo aufgabeln. Aber sie soll die Hände von dir lassen. Ja, das ist auch irgendwie schon. Ich habe sie jetzt nicht danach direkt gefragt, aber mein Gedanke war, angeblich ist sie ja so glücklich, dass ich mit ihrer Tochter zusammen bin. Andererseits ist sie gerade dabei, die Beziehung kaputt zu machen. Eben, genau. Sie macht das Glück ihrer Tochter kaputt. Das ist finde ich unfassbar, also dass eine Mutter sowas machen kann. Also nichts dagegen, wenn sie auf junge Kerle steht, okay. Aber nicht auf dich. Nicht auf dich. Und vor allen Dingen, nachdem sie eindeutig gemerkt hat, dass du da auch keine Lust drauf hast. Also mach es so, Stefan, mach es so. Ich finde, dass du da auch sehr selbstbewusst auftreten kannst. Du hast alles Recht der Welt dazu. Sag, dass du keinen Bock hast und sie soll dich in Ruhe lassen. Und wenn sie es nicht macht, dann sagst du das deiner Freundin. Punkt. Alles klar. So würde ich es machen. Alles Gute, Stefan. Alles klar, dankeschön, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt ist Zeit mal wieder für eine kleine Domian-Postecke. Wir haben Post bekommen von Kati aus Eschborn. Und Kati aus Eschborn schreibt mir, du hattest vorige Woche einen Mann in deiner Sendung, dessen kleiner Bruder sexuell missbraucht und ermordet wurde.
Er war sehr, sehr verzweifelt und hegte Rachegedanken. Ich möchte ihm sagen, lieber Anrufer, wir alle verstehen deinen Schmerz, wir alle hassen die Schweine, die sich an Kindern vergehen, wir alle sind auf deiner Seite. Aber bitte richte kein neues Unheil an. Niemandem ist damit geholfen und die Seele deines toten Bruders will kein weiteres Unglück. Lass ab von der Rache. Dann schreibt Timo Esch zum Thema über Scherben gehen. Hi Domian, im Grunde ist es kein Problem, über Scherben zu gehen. Man sollte nur darauf achten, über welche Scherben man geht. Bei Scherben von Flaschen sollte der Flaschenhals und der Flaschenboden nicht genommen werden. Den Rest einfach zerkleinern und solange die leicht gewölbten Scheiben übereinander liegen, verteilt sich das Gewicht beim Drübergehen und eigentlich kann nichts passieren. Wenn man das Ganze noch harmloser machen will, sollte man die Scherben vorher einige Stunden im Wasser kochen. Dann werden sie stumpf. Das ist eine interessante Information, aber bitte dennoch zum Nachahmen nicht unbedingt empfohlen. So, dann eine Klarstellung. Vor einer Woche, vorige Woche, hat ein Anrufer hier in der Sendung erzählt, dass die Bundeswehr angeblich ihre Soldaten bei Auslandseinsätzen mit Zyankali-Kapseln ausrüstet für den Extremfall, um nicht erpressbar zu sein und so weiter. Dieses entspricht nicht den Tatsachen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums stellte das in einem Gespräch mit unserer Redaktion klar. Dann zum Thema Ich benutze Menschen, schreibt Paul, 23 Jahre. Hallo Domian, ich habe sowas noch nie vorher gehört, dass sich Leute Sklaven halten und dass die Sklaven das dann auch noch freiwillig machen. Krass. Sicher, man sollte das nicht verbieten. Aber ich finde, dahinter steckt doch eine verkommene Haltung zum Leben. Du, Domian, hast mal den Satz gesagt, nicht alles, was in einem ist, sollte man auch ausleben. Das finde ich gut. Ich möchte mit Respekt den Menschen entgegentreten und erwarte umgekehrt dasselbe. So, und dann noch Michael aus Koblenz schreibt, lieber Domian, du hast früher hin und wieder mal in deinen Postecken persönliche Fragen beantwortet. Leider gab es das schon lange nicht mehr und deshalb möchte ich an diese Tradition anknüpfen. Also hier meine Fragen. Erste Frage, guckst du die aktuelle Big Brother Staffel? Nein, die gucke ich nicht, da sind mir zu langweilig und zu öde. Zweite Frage, was hältst du von den aktuellen Stefan Raab-Events? Das finde ich ganz erstaunlich, muss ich sagen. Und habe großen Respekt vor Stefan Raab, weil er wahnsinnig viel macht im Moment. Er hat WOC-WM, er hat den Boxkampf, er hat eine Pokernacht und was weiß ich alles. Und nebenher noch seine Sendung. Also Hut ab, ich finde es ganz toll. Hab am Samstag da mal ein bisschen reingeschaut in die WOC-WM. Ich hätte Schiss, muss ich sagen, in so einem WOC da runterzufahren. Also ich finde es toll und großen Respekt vor dem Kollegen. Dritte Frage, wie findest du unser Grand Prix-Lied von Roger Cicero? Da muss ich passen, das ist überhaupt nicht mein Musikgeschmack und kann da eigentlich gar nichts zu sagen. Ich wünsche dem Roger natürlich sehr, sehr viel Glück in Helsinki und wir drücken alle die Daumen. Und es ist natürlich gut, dass wir jemanden da haben, der ordentliche Musik macht und dass da nicht so ein Tralala für Deutschland steht. Das finde ich schon schön. So, und jetzt noch zwei politische Fragen von dem Michael. Er schreibt, wen würdest du gerne als nächsten amerikanischen Präsidenten sehen? Eindeutig Hillary Clinton, ganz eindeutig. Und die letzte und zweite politische Frage, bist du für Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan? Eindeutig nein. Ende unserer Postecke und jetzt geht's weiter mit unserer Sendung 0800 220 50 50 und ich bin gespannt auf meinen nächsten Anrufer und der nächste Anrufer, das ist die, ich vermute, dass es eine Frau ist, Deria. Stimmt das? Eine Frau. Deria, ja. Hallo Deria, 19 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, mein Freund will nicht mehr mit mir schlafen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind seit 3 Jahren zusammen, seit 2,5 Jahren leben wir zusammen. Ja. Und am Anfang war das wirklich sehr regelmäßig, 1 bis 2 Mal am Tag, also ganz normal. Ja. Und seit einem halben Jahr läuft so gut wie gar nichts mehr im Bett. Obwohl du es gerne möchtest. Ja, genau. Und aber er möchte nicht. Er möchte nicht. Und vor 2 Wochen hat er mir halt gesagt, dass es besser wäre, wenn noch eine dritte Frau dazukommen würde, dass es ihn dann mehr anmachen würde. Mhm. Aber kann ich überhaupt nicht verstehen. Und
kann ich nicht akzeptieren und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also. Ja. Wie erklärt er das denn? Er muss ja irgendwas sagen. Warum er keinen Bock hat. Ja, also der reagiert auch ganz aggressiv drauf und wenn man ihn drauf anspricht, also er lässt sich eigentlich gar nicht drauf ansprechen. Und nachts, wenn er schläft, dann kriege ich das meistens mit, dann befriedigt er sich selber, also gar nichts mehr an mir. Nur noch mit der Hand ist er aktiv. Ja. Und ach, das heißt, wenn du ihn darauf ansprichst, ist er bockig. Genau. Und aggressiv und hat keine Lust, darauf zu antworten. Genau, dreht sich dann um und sagt, jetzt sei mal leise und schläft oder schaut Fernsehen. Ja. Ich habe es auch schon mit heißer Unterwäsche probiert oder mit Pornofilmen, wollte schauen, ob das ihn vielleicht ein bisschen erregt, aber... War das denn schlagartig vorbei oder hat sich das so allmählich immer mehr so das ist irgendwie, also nicht spontan aufhörte nach vor einem halben Jahr, sondern allmählich zu Ende ging? Ja, es wurde immer langsamer, genau. Mhm. Also es ist nicht schlagartig, sondern... Mhm. Wie ist denn der Umgang sonst miteinander? Wie geht ihr miteinander um? Ja, also die Zärtlichkeit ist schon da. Also streicheln und küssen tun wir uns schon sehr oft. Ja. Aber mir fehlt dann halt das andere. Klar. Ja, sicher. Und ich denke mir halt manchmal, dass es vielleicht schon langweilig geworden ist nach 3 Jahren. Oder. Ich habe die Vermutung, dass das bei ihm so ist, wie du es jetzt gerade schilderst. Ich habe die Vermutung, dass es ihm langweilig ist. Und wenn er sagt, noch eine andere Frau dazu zu nehmen, peppt ihn das Ganze ein bisschen auf, aber dass er auf dich keinen Bock hat. Offensichtlich hat er ein starkes sexuelles Interesse, wenn du ihm beim Selbstbefriedigen da zuhörst oder zuguckst, das mitbekommst. Ja. Bist du sicher, dass er keine andere Frau, dass da nicht irgendwas noch läuft? Nee, also ich denke nicht. Man denkt nicht, man weiß es nicht. Ja. Mhm. Aber ich kann mir das nicht erklären, dass es ihn also mehr anmacht, wenn er sich selber befriedigt und ich zuschaue, als wenn er mit mir schläft. Weiß er, dass du dann zuschaust oder? Also ich denke, dass er das schon mitkriegt. Also es ist kaum zu überhören. Es kann natürlich auch sein, dass ihm das egal ist, dass du das mitbekommst. Es kann sein, dass ihn das anregt, es kann aber auch sein, dass ihm das völlig wurscht ist. Ja. Und wenn ihm das völlig wurscht wäre, wäre das ein sehr schlimmes Indiz dafür, nämlich dass du sexuell für den immer unattraktiver wirst. Mhm. Das Problem ist nur, dass der junge Mann seinen Mund nicht aufmacht. Das sagt man natürlich nicht gerne seinem Partner, aber dennoch ist es so wichtig, dass der Partner weiß, woran er ist. Denn du machst dir ja Gedanken, du hast Sehnsüchte. Du machst ja wahrscheinlich schon Vorwürfe, liegt es an mir, mache ich irgendwas falsch, bin ich nicht schön genug oder genau, ja. Tausend Sachen. Und das diese Sprüche kann er auch schon nicht mehr hören, genau, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich eine dich immer verletzende Situation. Du hast Lust und er weist dich ab. Und du kriegst nicht das, was du gerne möchtest und was ihr vorher gemeinsam geteilt habt immer. Ja, genau. Das geht auf Dauer natürlich nicht gut. Das geht auf Dauer nicht gut. Was wäre denn, wenn du ihn doch noch mehr so in die Ecke treiben würdest, dass er das sagt, was los ist? Also der ist so aggressiv, also ich weiß nicht, ich komme da gar nicht an ihn ran. Mhm. Mhm. Also wenn es um das Thema geht, dann ist er wirklich sehr aggressiv. Wie lange soll das noch gehen? Also ich denke, ich mache das nicht mehr lang. Ich wollte gerade sagen, auf die Dauer kann man das nicht aushalten. Ja. Dann muss er Farbe bekennen oder du sagst, das geht nicht mehr mit uns beiden. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das wäre schon ein Trennungsgrund. Mhm. Ja, aber ich denke, vielleicht soll ich das mal ausprobieren mit einer anderen Frau, vielleicht wird es dann besser. Du mit einer anderen Frau? Achso, dass du dann zu dritt was machen willst. Genau. Ja, vielleicht. Aber ich habe eher die Sorge, dass er das so als Notlösung sieht, um dich noch bei Stange zu halten. Ich meine, du kannst es ja mal ausprobieren, wenn es dir nicht unangenehm ist, sowas zu machen. Ja, wenn er dann nicht jede zweite Woche sagt, dass er es nochmal will, dann wäre es okay. Und du kannst ihn ja auch währenddessen dann beobachten. Auf wen ist er denn generell in einer sehr sexuellen Stimmung euch beiden gegenüber? Oder konzentriert er sich dann mehr auf die andere Frau? Ja, das kannst du natürlich alles fein beobachten, wenn sowas passiert. Ja, genau. Also, wenn du das kannst und wenn dir das auch Spaß macht, mach es. Ansonsten guck dir das noch eine Weile an.
und sprich nochmal mit ihm. Und wenn er immer noch aggressiv ist, dann musst du deine Konsequenzen daraus ziehen. Ja. Man ist nicht einem Menschen gegenüber aggressiv, den man liebt, nur weil der fragt, warum schläfst du nicht mit mir? Das ist absurd eigentlich. Das stimmt. Das ist auch eine Unverschämtheit. Mhm. Ja, ich habe mir das jetzt lang genug schon angehört und ich bin eigentlich immer dann die ruhigere oder die erste, die immer aufgibt. Mhm. Aber ich sehe das jetzt dann auch bald nicht mehr ein. Ja. Liebe Daria, wie auch immer es läuft. Deria, genau, entschuldige. Wie immer es auch läuft, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Und Domian, ich wollte noch sagen, dass deine Sendung echt gut ist. Danke. Dass ich sie oft anschaue und froh bin, einmal durchgekommen zu sein. Sehr nett, dass du sagst. Freut mich. Danke. Tschüss. Ciao. Und der Oliver ist hier. Oliver ist 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Oliver. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Ich habe gestern deinen Hirsch da unten vermisst. Den Kleinen? Ja, den Kleinen. Der stand da irgendwie gestern gar nicht. Ehrlich? Ihr seid so aufmerksam. Manchmal vergesse ich den. Ich vergesse, obwohl ich so müde war. Den habe ich vermisst. Das fällt nämlich mein Auge immer als erstes. Ist das wahr? Ja, den kleinen Hirsch, warum, aber den stelle ich ja immer abends hier auf. Ja, ja, jetzt ist er da. Thema, ich fasse mich schnell kurz. Hm? Und zwar, ich bin schwul. Hm? Und ich kann mich halt nicht outen bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen soll. Also mein Cousin ist halt auch schwul und meine Mutters bester Freund ist auch schwul. Mhm. Gute Voraussetzung schon mal. Ja, das ist schon mal gut. Und wir haben auch keine Probleme damit. Wir mögen halt alle unseren Cousin. Und ich kann nur nicht sagen, irgendwie jetzt abends im Wohnzimmer gehen und sagen, Mama, ich muss dir was sagen. Und weiter. Lebst du allein mit deiner Mutter? Genau, oder? Ich lebe alleine mit meiner Mutter. Meine Brüder, die sind schon alle ausgezogen. Die sind schon alle ein bisschen größer. Du bist das Nesthäkchen? Genau, das kleine Nesthäkchen. Ja. Aber das andere Problem ist halt, ich habe halt schon eine Beziehung gehabt. Mit einem Mann? Mit einem Mann, ja. Heimlich? Ja, heimlich, der war auch hier zu Hause, der guckt auch mit meinen Brüdern Fußball und sowas, halt, das ist halt mein bester Freund. Ja. Achso, also die Mutter denkt, das ist dein bester Freund. Genau, ja. Ja, deine Mutter scheint ja dann mit dem Thema Schwulsein vertraut zu sein. Ja, genau, die hat da eigentlich gar kein Problem. Dass die dich noch gar nicht gefragt hat, hier, wie ist es denn? Nee, das ist auch, die fragt gar nicht, was, eine Freundin oder so, das ist ja. Aber wenn sie so locker drauf ist, wieso hast du dann Bedenken oder Hemmungen oder Scheu, es ihr zu sagen? Ich weiß es nicht. Versuch es mal rauszukriegen. Was ganz anderes, jetzt was ein bisschen wichtiger ist, geht um meinen Ex-Freund. Mhm. Und zwar, der hört deine Sendung jeden Abend. Mhm. Und ich war mit denen jetzt 5 Monate zusammen. Wir haben uns vor der WM kennengelernt und ich musste den halt ein bisschen kennenlernen. Ich kann nicht sofort mit jemandem zusammenkommen. Mhm. Ich möchte ihn halt erst kennenlernen. Mhm. Wir sind im September zusammengekommen. Mhm. Und das hat gedauert bis Februar jetzt. Mhm. Und ich habe Schluss gemacht, weil er ist sehr hart. Er zeigt keine Gefühle, er küsst nicht, er kuschelt nicht. Und das vermisse ich halt sehr in so einer Beziehung. Ja. Er schreibt nicht mal eine SMS oder so, ich hab dich lieb oder wie geht's dir. Ja. Es geht halt immer nur um ihn, um die Uni, um Fußball und um Essen. Und was anderes stört ihn nicht. Ja. Wenn wir jetzt im Internet schreiben bei MSN oder so, sagt er auch immer, oh, mein Handgelenk tut weh vom Fußball und ich habe Hunger. Also ihr habt noch Kontakt miteinander? Ja, wir haben noch Kontakt, weil ich liebe ihn halt und ich möchte ihn zurück, aber er möchte mich nicht halt zurück. Er hat auch gesagt, wenn ich heute bei dir anrufe, er ist ein fleißiger Hörer von dir, dann brauche ich ihm nicht hinterherheulen. Dann brauchst du ihm nicht hinterherheulen? Genau. Das heißt, er hat gleich gesagt, fang bloß nicht mit dem Thema an. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich sag ja nicht deinen Namen. Es gibt ja tausende Olivers, die 19 Jahre alt sind und was weiß ich, woher kommen. Ja, aber Oliver, wenn er das so klar sagt... Wenn er so klar sagt, Mensch, was willst du ja noch hören? Ja, ich liebe ihn halt einfach. Ja gut, aber er liebt dich nicht. Offensichtlich liebt er dich nicht. Ja, das hat er mir ja nie gesagt. Ja, aber so wie du es mir gerade geschildert hast. Ja. Ja, dann frag ihn mal einmal nochmal ganz klar, liebst du mich? Wahrscheinlich wird er dir dann... Er sagt ja immer, er kann die Gefühle nicht so richtig zeigen. Ja, gut, aber... Und das Problem war ja auch, dann, ich hab meinen bester Freund, der ist auch schwul. Ich war jetzt mal mit ihm schwul weg und wir waren jetzt öfters mal zusammen und da habe ich mich auch so ein bisschen in dem verguckt gehabt, jetzt nicht so direkt verliebt, weil er gibt mir halt die Wärme zurück, die ich von meinem Ex-Freund nicht bekommen habe. Mhm. Er gibt mir immer ein Küsschen und sagt, ich habe dich lieb und nimmt mich mal im Arm. Mhm. Nur er kann halt keine Gefühle auch sofort aufbauen und nicht direkt für eine Beziehung da sein. So, jetzt klär das erstmal mit deinem Ex-Freund. Wenn der heute zugeschaut hat, dann würde ich mal von hier aus den Ex-Freund einfach bitten. Ich möchte mal bitten, dass du mal irgendwie etwas sagst. Nein, der Oliver, ich bitte jetzt den Ex-Freund von Oliver, sag dem Oliver klar, was du empfindest. Auch wenn du meinst, es tut weh, aber sag die Wahrheit. Ja, er sagt immer, ich bin eifersüchtig, aber du, die Eifersucht ist doch auch die Angst, jemanden zu verlieren, oder nicht? Ja. Jetzt ist aber die Sendung vorbei. Ja. Und du sagst es deiner Mutter. Klar? Ja, aber wie? Einfach, ich bin schwul, sagst du. Stefan, ich muss Schluss machen.